Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Empyrean Galactic Survival. Ich habe das Gefühl, hier gibt es kein Eisenohr mehr. Ich habe jetzt in der letzten Zeit nur noch Stein hier rausgeholt, aber der sagt mir immer noch was von Eisen. Verstehe ich nicht. Na gut, jetzt muss man ja erstmal irgendwie wieder rausfinden. Und dann ist auch gut. Okay, dann machen wir uns halt einen Weg. Ist ja nicht so das Problem. Und schon sind wir draußen. So. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe hier ein Loch gemacht. Ja. Ah, da ist... Auch ich kann das von hier aus aufsammeln. Natürlich auch nicht schlecht. Da hinten sagt er eventuell noch. Ja, da könnte tatsächlich... Das unterscheidet sich von der Farbe her. Und... Wer bist denn du? Nee. Ich will nichts von dir und du willst nichts von mir. Ganz einfach. Alter Schwede. Nicht gut. So, ich habe also eine Menge Stein jetzt noch eingesammelt, eine Menge Eisen noch eingesammelt. Und dann können wir jetzt nebenbei noch eine Menge Energie machen. Und wenn wir die gemacht haben, können wir eine Menge Eisen machen. Wenn wir das gemacht haben, ja, dann kann es eigentlich richtig losgehen. Hätte ich jetzt eigentlich schon vorproduzieren können, ne? Das ganze Zeugs. Na gut, habe ich jetzt aber nicht. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass dort wieder Energie reinkommt. So. Dann, okay. Mach mal so 30. Und dann kannst du... Aha. Da haben wir nämlich hier Crushed Stone und da haben wir Iron Ore. So, und das können wir dann quasi erstmal umwandeln. Jo. Und dann können wir zusehen, dass wir uns ja, das Zeugs einfach machen, was wir brauchen. Naja, machen wir mal so. Und mach mal so. Und das kann eigentlich mal nach unten. So ist dann fertig. Okay. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Sauerstoff. Und dann brauche ich wahrscheinlich auch diese Fläschchen. Und dann ist aber gut. Dorthin. Dankeschön. Und, oh, eins ist noch da. Das ist aber schön. Der ist immer noch nicht aufgeladen. Dann machen wir noch ein bisschen mehr. Ah, okay. So, und jetzt packen wir uns noch Energie da hinten hin. Wo ist der See? Dort. Dass wir auch weitere von diesen Fläschchen haben. Das ist ja, das ist wichtig. Jetzt haben wir das leer und... Also da ist definitiv nicht mehr viel drin. Aber ich habe, was habe ich jetzt gerade? 500? Ich glaube, ne? Das soll wohl erstmal genug sein. Denke ich mal. Damit können wir erstmal richtig... Ah, da hinten habe ich den. Richtig lange was tun. So. Na guck, 12 hat er schon gemacht. Das ist sehr gut. Das heißt, den knallen wir jetzt direkt mal komplett voll. Dann sollte der erstmal ausreichend wieder Kram machen können. Oh. Stimmt. Die, den... Hierfür muss ich auch wieder Sachen machen. Dass ich halt auch wieder Ressourcen abbauen kann. Mal gucken, wofür wir diesen Steinsand brauchen. Das weiß ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Das müssten wir einfach mal nachgucken. Jetzt haben wir erstmal Zeit, irgendwie Sachen zu machen, auf jeden Fall. Was ja auch schon mal schön ist. Ich bin da runtergefallen. Es gibt einen Fallschaden, habe ich gemerkt. So. Ja, super. Dann habe ich doch davon... Na, nö. Ach so, weil er mir die auch hierhin macht. Das reicht eigentlich schon. Egal. Ich könnte dann direkt mal... Ach so, was brauche ich denn dafür? Einen grauen
Den ich aber nicht machen kann, weil Metallplatten brauche ich erstmal. Okay. Dann machen wir mal 10 Stück. Na komm. Mach 50. Na, jetzt haben wir 60, egal. Wurscht. Machen wir 60. Da werden wir wohl, denke ich mal, mehr von brauchen. So. Und, ach so, nee, pack das auch mal nach unten. Und das auch. Und das auch. So. Ah, dann packen wir die Sachen aber nach... Naja, das ist ja richtig. Guck nach dort. Und das packen wir einen drüber, weil das sind dann Ressourcen, aus denen wir andere Ressourcen machen müssen können. 125 Eisen. Ach. Ach so. Na, das muss er mir doch sagen. Der macht immer 10 Stück pro Stück. Ja, das muss man doch wissen. Na, okay. Habe ich gesagt, brauche ich einen davon. Da brauche ich später mehr. Aber ich würde dann diesen Base Starter. Das dürfte die Foundation nämlich sein. Oder das ist die... Moment. Feuerkorn Fessel. Was ist ein Korn Fessel? Block for your base. Okay. Was ist ein Fessel? Muss ich mal... Das muss ich googeln. Ground Fessel. Das weiß ich nicht. Weil das hier sind Bauelemente. Das sieht man. So. Hierfür brauche ich halt nur Metallplatten. Dafür brauche ich nur Metallplatten. Dann werde ich das für die ganzen Grauen hier nur brauchen. Ja. Okay. Und hierfür brauche ich... Na... Eine Rampe. Warum brauchen die zwei Metallplatten? Rampe, Botten. Ach so. Das ist für eine lange Rampe. Ich verstehe. Das hier sieht, ist es auch, nach Window aus. Wert. Interieurblock bräuchte Kabel. Okay. Okay. Oh Gott, kann ich das nicht mal ganz kurz... Brech mal ab. So, so geht's immer. So geht's dann immer. Okay, was habe ich jetzt gesagt? Was brauche ich? 8 brauche ich davon. Okay, dann brauche ich jetzt noch 7. Okay. Habe ich doch hier. Ich habe da irgendwie das Gefühl, bleibt mir bloß vom Schlapp, Kollege. Sonst werde ich aber böse. So, direkt wieder Energie reinpacken, passt schon. Und, dann machen wir jetzt den Base Starter. Und dann würde ich sagen, machen wir hier, können wir das? Naja, wir haben jetzt ja noch genug, ne? Das heißt, lass uns davon mal 100 Stück machen. Dann haben wir auf jeden Fall genug, würde ich meinen. Würde ich jetzt einfach mal so denken. Deswegen machen wir das jetzt auch einfach mal. Nur wenn ich hier in 6 Minuten, 5 Minuten geht die Sonne schon wieder unter, dann ist das schon wieder ein bisschen störend. So. Den nehmen wir mal mit. Die packe ich jetzt mal dort rein. Das heißt, eine werde ich wahrscheinlich wieder brauchen können. Ach, na super. Das spoilt. Das geht kaputt. Komm, dann weg damit und weg damit und weg damit. Steht ja drauf bei. Deswegen weiß man sowas auch. Nein, ich habe das von mir erst im Stream gesehen. So.
Eigentlich wollte ich mir, na, ich muss gleich sowieso nochmal zurück. Wo brauche ich denn die Base denn? Warum nicht? Brauche ich mir die doch einfach mal hier ins Wasser? Ist mir da so nahe gekommen? Okay. Ist mir sehr nahe gekommen, aber hat mir nichts getan. Dann ist auch gut. Geht das wohl? Mach mal so. Kann ich die wohl? Das geht. Wie geil ist das denn? Ja, cool. Ab ins Wasser damit. Zack. Nee, das wollte ich nicht. Ernsthaft? Das ist nicht das, was ich wollte. Oh, kann ich die umbenennen? Wieso schwimmt die denn jetzt auch im Wasser? Ich dachte, die geht rein. Dann muss ich jetzt da anbauen. Na gut. Das war jetzt so nicht gedacht. Und, ich glaube, das ist auch blöd. Ach du Schande. Ah, 4 Stück hat er in der Zeit gemacht. Wie schön. Ich glaube, den werde ich nochmal irgendwie abnehmen müssen. Und umsetzen müssen. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir was machen können. Oder ich packe halt das Ding nicht in der Mitte. Muss da auch nicht sein, oder? Muss das sein? Weiß ich nicht. Ja, ich soll mit Full Packs. Okay, das weiß ich doch. War ja eigentlich auch so gedacht. Warum ist denn da nichts drin? Hätte ich doch eigentlich haben müssen. Ah, auf jeden Fall war Sauerstoff drin. Okay. Dann bin ich ja soweit zufrieden. Der Rest kommt dann jetzt hier rein. Dann, 40 hat er gerade. Ne, 60 hat er. Okay. Und wenn er das fertig hat, dann ist es ganz gut, wenn er mir mal Iron Ingots macht. Machen wir mal direkt 500, wa? Haben oder nicht haben. Immer gut, wird ein bisschen dauern, aber kann er die Nacht durch dann machen. Da hat er noch genug und Energie haben wir auch noch genug Zellen. Aber das Gute ist, dass wir dann halt weiter, also gib mir die mal mit. Soll erstmal reichen, dann kann ich noch ein bisschen was tun, bis die Sonne untergeht. Ist jetzt gerade mal ein bisschen doof, dass die Base quasi auf dem Wasser schwimmt. Hat er jetzt gesagt, ich soll einen Large Constructor machen? Oder dass ich da irgendwas reintun soll? Da ist doch was drin. Verstehe nicht. So, die wollte ich jetzt erstmal haben. Weil damit... Jo. Unter Wasser geht gar nicht. Warum schwimmt denn das dann auch im Wasser? Das verstehe ich nicht. Okay, das heißt, ich muss das hier ernsthaft erstmal. Was erzählt er mir denn? Ach so, der sagt mir, was ich herstellen soll. Ah. Oh oh. Ich habe den viel zu weit reingemacht. Ach du heilige Schande. Den habe ich da viel zu weit reingemacht. So weit wollte ich den gar nicht. So, jetzt muss ich da nochmal... Ach du Heilige. Na, das ist ja ein Weg. Naja, da haben wir auf jeden Fall die Länge unserer Base schon mal geklärt. Na gut. Ich wusste allerdings jetzt nicht, dass... dass die dann auf dem Wasser schwimmt. Das war mir jetzt nicht bewusst. Ja, da werde ich davon einfach mal noch ein paar hundert machen. Und dann hat sich das. Zumal, ich muss ja da auch noch irgendwie... Aber ich kann ja hier nichts machen. Wieso geht das denn? Wieso schwimmt die denn dann so auf dem Wasser? Ach, das ist doch schon wieder... Das ist ja nicht so schön.
So. Machen wir, ich glaube, hier noch 3 und dann auf der anderen Seite noch 4. Und dann soll das wohl ausreichend sein. Aber mehr als das. Also so, die Planung war jetzt für eine erste Base definitiv nicht so gedacht. Naja. Na gut, dort noch 4. Ist ja nicht so schlimm, wenn er da hinten, oder muss der in der Mitte sein? Ich weiß das nicht. Okay, also. Das ist die, ja, dort haben wir 1, 2, 3, 4. Und dann hier noch, okay. Also noch mindestens die gleiche Anzahl habe ich so langsam das Gefühl. Warum kann ich nicht laufen? Weil ich das Jetpack habe. Ja, natürlich dümmlich. Sollte man ja nicht machen. Ich sollte vielleicht mal etwas futtern. Alter, die sind ja gut. Oh, kann man sich die irgendwie herstellen? Die sind ja mal richtig gut. Okay, Sauerstoff. Da haben wir noch drin, sehr schön. Energie, fehlt einer. Machen wir rein. Auch sehr schön. Und, oder ist jetzt am Eisen machen, ne? Die kann ich in der Zeit einfach schon mal setzen. Na, lass den mal Eisen machen. Und dann mal gucken, wie viel er übrig hat. Das finde ich gut. Das hat sich mal richtig gelohnt. Na nö. Ist das jetzt ein anderer oder ist das der gleiche Planet? Dieser Eisplanet. Ich weiß, es gibt wohl... Achso, da hinten war ja auch einer. Macht dann zusammen 2. Was bist du? Ich hoffe, was Friedliches. Geh mir weg. Will ich nicht. So, damit ich das nicht vergesse, ich habe gesagt 4 Stück, ne? 1, 2, 3, 4. So. Da muss ich aber doch noch ein bisschen. Jo, damit ich hier aus dem Wasser rauskomme. Okay. Habe ich jetzt komplett? Ja. Okay. Und der Rest kommt, dann bin ich hier aus dem Wasser nämlich raus. Der Rest kommt dann hier hin. Und fertig ist. Ist zwar jetzt nicht so gedacht gewesen, aber na gut, dann schwimmt er halt. Dann soll mir das jetzt auch recht sein. Jetzt habe ich keine mehr. Aber wir haben sowieso jetzt so ziemlich alles durch. Was wir jetzt hier so machen. Was? Ach so. Das sind die Sachen, die ich machen muss. Kontrollpanel? Wie bin ich jetzt auf den Kontrollpanel gekommen? Aber das ist ganz gut. Durch Zufall. Aber weiß ich, warum? Ich brauche einen Generator und ich brauche einen Fuel Tank. Okay. Willst du mich veräppeln? Hallo? Ah, jetzt geht wieder. Dann sollte ich nur hier, wo ich dann eine Tür haben will, eine Rampe hinmachen. Jo. So, dann gucken wir mal, was wir denn da Schönes haben. Wir hatten ja diese zweiteiligen Rampen, ne? Eine volle, eine halbe oder so. Dann machen wir mal, ja. Machen wir von denen jeweils eine, von den normalen Rampen eine. Und, Sauerstoff. Kann man nie genug von haben. Okay. Dann kommt hier noch einer rein. Wo ist er denn? Dort. Den packen wir direkt wieder dazu. Wunderbar. Da ist er. So, auf zur anderen Seite. Und hier leuchtet es wenigstens. Haha, wie schön. Dann sieht man wenigstens was. Ach, der ist immer noch ein alter Schwede. Da ist der ja noch die ganze Nacht mit beschäftigt. Aber wir haben 500...
Ernsthaft? Okay. Und packen wir einmal raus. Soll doch erstmal reichen. Können wir ja später nachmachen. Ja, ist doch super. So, dann, was habe ich jetzt gesagt? Brauche ich? Irgendwas hatte ich doch eben gesagt. Ah, genau. Ja, aber dazu brauche ich ja erstmal Metallplatten. Okay, dann mach einfach mal. So, wird schon passen. Und das kann ich nämlich jetzt quasi die Nacht durchmachen, hier das so Zeugs. Und dann soll das wohl gehen. Dann können wir nämlich morgen direkt weiterbauen. Jo. Okay, mein Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da, würde mich freuen. Teilt es auf euren Social Media, würde mich auch sehr freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge, denke ich mal. Also, bis dahin. Bye bye.